hallo ihr Lieben. Wir haben uns jetzt für eine Trockentrenntoilette entschieden. Wir haben uns für die Arwiner Toilette oder Toilettenkonzept entschieden, weil für uns wichtig ist, dass wir, wenn uns diese Trockentrenntoilette nicht zusagt, dass wir die auch wieder zurückbauen können. Und das ist bei Arwiner möglich. Dieses Set von Arwiner besteht aus diesem Einsatz. Ja, habt bestimmt schon mal gesehen irgendwo im Internet, für groß, für klein. Und hier haben wir dann diese Behälter zum Aufwand, einmal für flüssig, einmal für fest. Da ist noch eine Tüte drin mit Zubehör, was wir nachher noch verbauen werden. Hier ist eine sehr ausführliche Bedienungsanleitung dabei, wo man so Schritt für Schritt erklärt bekommt, was man wie wo machen muss. Und ja, ich würde sagen, ich versuche das mal im Bild und Ton festzuhalten, dass das für euch nachvollziehbar ist. Nachher in dem Kasten, wo ich die Schrauben lösen muss, wird es wahrscheinlich ein bisschen eng. Aber vielleicht kann ich da ein paar Bilder machen und euch so Schritt für Schritt alles erklären. Ja, dann würde ich sagen, dann fangen wir mal an. Wir müssen erstmal ein bisschen was an dem Deckel hier machen. Und auch in der Toilette, die kann ich euch ja nochmal zeigen, wie unsere Toilette aussieht, damit ihr wisst, es geht um diese Toilette. Da wird jetzt nur der Einsatz gewechselt, alles andere bleibt so, wie es ist und kann, wie gesagt, auch bei Nichtgefallen wieder zurückgebaut werden. Ja, okay, dann würde ich sagen, starten wir mal. Und da fange ich mal an mit dem Zubehör auszupacken und bereite mal den Toilettensitz vor. Laut Anleitung brauchen wir eine Spitzzange, Kreuzschlitzschraubendreher und einen langen Schraubendreher, um später das Innenleben der alten Toilette, so die Klipse irgendwo zu lösen. Da kommen wir aber später zu. Jetzt muss ich erstmal dieses Plastikteil hier drüber stülpen. Und dann mit einem langen Kabelbinder, der auch dabei ist, fixieren. Es stand da, man soll den bis zum Anschlag reinschieben. Ich glaube, hinten müssen wir ein bisschen runter machen. Und dann, ja. Nee, das geht ja schon hier so rum. Ich denke mal so, es hat gedacht und soll dann fixiert werden. Jetzt kommt diese, hier ist so ein, könnte man das sehen, hier ist so ein, wie so eine Nut. Da kommt der Kabelbinder jetzt so drum gleich und dann ziehen wir den mal fest. Ich mache dann mal jetzt und so, ne? Eigentlich so fest sein. Okay. Jetzt entfernen wir den alten Deckel von der Toilette. So, Nicole hat das vorhin schon mal gemacht, deswegen hat er jetzt normal gemacht. So, der ist schon mal weg. So, der Deckel ist, wie ihr gesehen habt, ab. Jetzt wird das Ganze ausgetauscht gegen den neuen Sitz. Dafür müssen wir jetzt in den Schacht, wo die Kassettentoilette sitzt, Toilettenkassette sitzt, und da müssen wir ähnliche Schrauben lösen. Und da gehen wir jetzt mal hin. So, jetzt nehmen wir natürlich die Kassette raus. Nehme ich immer meine alten Handschuhe. Kassette raus. Jetzt nehme ich mal die Kamera. Dann gucke ich mal, zeige ich euch mal. Wir müssen jetzt dieses Teil entfernen, hier und hier so ein paar Schieber und ähnliche Schrauben, 6 Stück. Die Elektrik muss weg. An diesem Schlauch kommt später ein Kugelhahn, so dass man den Schlauch ein bisschen anders legen kann vielleicht und immer mal wieder Wasser spülen kann, damit hier kein Wasser drin stehen bleibt und irgendwelche Bakterien sich da festsetzen.
Und ich mache jetzt immer nur so ein paar Bilder für Schritt, weil hier kann man mit der Kamera nicht rein beim Schrauben. Und dann seht ihr gleich, wie wir das gemacht haben. Ja. So, als erstes muss man so zwei so Niederhalter lösen. Die werden im Uhrzeigersinn ein Stück verdreht. Bei mir ging die Ritz recht schnell los. Dadurch wird der ganze Toilettensitz von unten fixiert. Also diese als erste draus machen, steht aber auch so in der Beschreibung. Die Beschreibung ist echt gut bisher. Und ja, die legen wir jetzt erstmal an die Seite, weil die machen wir noch ein bisschen sauber später. Weil vielleicht, man weiß ja nie, vielleicht brauchen wir die nochmal. So, die Klammern sind jetzt weg. Und jetzt müssen wir diese Schrauben, nennt sich irgendwie Gleitlager. Da sind drei so Gleitlager drin. Und diese 6 Schrauben müssen wir jetzt lösen. Und dann können wir, glaube ich, sogar schon alles nach oben nehmen, wenn ich die Schläuche entfernt habe. Ja, manchmal kommt man an einen dieser Schrauben nicht dran. Also muss man reingehen, die Toilette ein bisschen verdrehen, sodass die Schraube wieder sichtbar ist. Das mache ich jetzt mal eben. So. Ist ein bisschen eng hier drin, aber es funktioniert. Ist natürlich eine Schraube dahinter gefallen, aber die holen wir gleich. So, also wie gesagt, diese drei Plastikhalter müssen wir entfernen. Und jetzt könnten wir theoretisch die Toilette hochheben, wenn die Schläuche ab werden. Das mache ich jetzt mal. So, jetzt hier ist eine Stelle, bei uns jetzt, bei anderen ist es vielleicht ein bisschen anders. Hier ist noch eine Stelle, die Stelle muss los und dann können wir die Kabel abmachen, vorher die Wasserpumpe abschalten und dann können wir theoretisch die Schläuche entfernen. Schauen wir mal. So, wenn ihr die Stellen, ich musste die noch lösen, weil ich sonst den Schlauch hier nicht rausziehen konnte. Dann könnt ihr dieses Magnetventil runterziehen. Nach hier rüber. Und jetzt müssen wir gleich mal irgendwie einen Behälter holen, dass mir das Frischwasser, was ja hier drin steht, nicht in den Wagen läuft. Muss ich mal gucken, dass ich damit außerhalb komme. Und ja, dann könnten wir gleich von innen den Toilettensitz schon rausnehmen. So, jetzt schrauben wir mal den Verschluss hier ab. Wasserpumpe habe ich alles ausgeschaltet. Strom ist ja auch weg, aber ich muss mal gucken, dass wir das hier. Eigentlich ist das egal hier. Würde ja neben dem Wohnmobil laufen. Jetzt hier lösen. Ging doch so lose. Müsste eigentlich das Wasser rauslaufen. Das ist ja der Zugang. Und hier ist die Magnetventil und der Schlauch für die Spülung. Den werde ich mehr brauchen. So, jetzt hat die Firma Arvinger hat jetzt hier, da ist noch eine Dichtung drin, deswegen brauche ich wohl gar keine, ich hatte nur welche gekauft. Wird einfach das Teil da drauf gesetzt. Da ist ein Kugelhahn, damit man halt ab und an mal die Leitung spülen kann. Schön festdrehen. Nach fest kommt ab. So, den lassen wir jetzt erstmal so hängen hier und dann gucke ich nachher mal, wo wir den am besten anbringen. Jetzt haben wir von unten alles gelöst. Jetzt sollte eigentlich alles hier nach oben rausgenommen werden können. Genau. Das machen wir mal, bringen wir jetzt mal nach draußen und machen dann mal sauber.
Ja, dieses hintere Teil hier, dann müsst ihr auch noch entfernen, da sind zwei Schrauben da unten. Da ist so eine Platine hinter. Die Platine müssen wir lösen. Da sind so Klemmhalter hier. Kann man ganz lose machen. Und Nicole, die ist jetzt drin. Ich habe die Kamera jetzt hier in der Hand. Kannst du mal den Stecker von dieser Platine lösen? Stecker. So, jetzt sind die auch lose. Jetzt können wir die da durchschieben hier. Und die werden jetzt hier hinter einfach da reingesteckt. Ja, laut Anleitung sollen dann die Kabel da rein. Vielleicht steckt sie nicht ganz rein, sodass sie verschwunden sind. Zumindest einer noch greifbar, damit man dann mal wieder rausholen kann. Kriegt man wieder. Okay, so jetzt, sonst würde nämlich die schwarze Kassette da nicht ganz reinpassen. Ja, haben wir das auch erledigt und ja, gucken wir mal, wie der jetzt hier weitergeht. Also, jetzt ist hier das alte Gestell, ne? Da sind hier hinten zwei so Clipser, da braucht ihr einen längeren Schraubenzieher, steht da in der Beschreibung, da muss man den und den hier lösen und dann kann man theoretisch, Nicole hält einem einfach mal drauf, voneinander trennen. Lass mal gucken, wie ich am besten. Ich weiß jetzt nicht, wo ich da drücken soll. So, den habe ich jetzt gelöst hier. Und jetzt versuchen wir den nochmal. So. Und schon können wir. Das Teil ist wohl dann hier so eingeklipst noch. Wo hängt der noch fest? Gar nicht. Gar nicht. Müsste das hier da rausgehen. Ja. Ja, klemmte hier so ein bisschen fest. Hier sind, war noch so ein dritter Clipser, den ging aber so ab. Ja, da ist jetzt praktisch das alte. Das kommt weg. Und da ist die Wohl, oder wie die heißt. Die machen wir jetzt wieder schön schick. Und dann bauen wir gleich das andere Teil da rein. Ja? Gut. So. Ich habe jetzt hier noch den Schlauch drauf gemacht. Der wird ohne Stelle festgemacht, weil da kommt ja kein Druck drauf. Und jetzt legen wir den Schlauch erstmal einmal so hier rein. Hier sind wieder, kann man sehen, 1, 2, 3 Aufnahmen für diese Nasen hier. Man dreht einfach dieses Ding hier um. Und dann sollte man einfach da zack, zack, zack drauf drücken, fertig. Ich hoffe, ich komme jetzt an den Schlauch. Ja. Ja. So. Das war dieses. Und jetzt gehen wir nach drin. Stellen dann mal da drauf. Und dann gucken wir mal. Ja, wir setzen dann hier das Teil drauf. In die Führung hier. Ja, muss ich mich einmal bücken. Achso, hier ist so ein Ding jetzt. Hat sich verstellt. So. So sitzt hier drauf. Dieses Teil können wir bei dieser Toilette hier drunter leider nicht entfernen, weil dann die Toilette nicht mehr rückbaubar ist, weil hier drunter befindet sich der Schieber für die Kassette. Und wenn ich den jetzt einmal abmache, dann kann ich die Kassettentoilette dann nie wieder einbauen. Wir lassen das jetzt erstmal so, sollte das für immer bleiben, machen wir das vielleicht weg. Ansonsten probieren wir erstmal aus und das Loch ist ja ziemlich groß, sollte auch nicht klappen. Okay, jetzt muss ich wieder nach unten und muss wieder diese
halbrunden Dinger da drunter schrauben, diese, wie hießen die, Laufbuchsen. Und dann mache ich mal. Ja, ganz schön warm heute. Jetzt. Ja, so, wir haben jetzt diese Schienenhalterung wieder drunter geschraubt. Das ist eigentlich das Schwierigste an der ganzen Geschichte, hier dann nachher wieder reinzuschrauben. Kann man vielleicht am besten mit zu zweit machen, dass einer von drin guckt, diese drei Schienen, damit man die Toilette drehen kann und die nicht hochgeht. Dann haben wir jetzt den Schlauch gekürzt, wir haben die Kassette reingesteckt, dann angepasst, ein bisschen Luft haben wir noch. Jetzt mache ich gleich den Schlauch hier noch feste, so dass ich den Kugelhahn öffnen kann, ohne dass ich das hier abbauen muss. Dann machen wir ein kleines Stückchen Schlauch vielleicht noch drauf. Dann, das hier ist jetzt praktisch über. Das ist praktisch über hier. Die tun wir natürlich gut weg, die Sachen. Und was müssen wir jetzt noch? Ja, also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das eigentlich so einfach ist. Wir haben jetzt hier mit dem Film, weiß ich, eine Stunde gebraucht vielleicht, ne? Ja. Ein paar Probleme. Und also bei den Schienenmesser aufpassen, dass er die richtig rum dran schraubt, aber seht ihr. Ja, ansonsten kann ich euch zeigen, jetzt gibt es die Kassette hier rein. Habe ich den Schlauch hier. Guck mal. Kassette rein. Schlauch drauf, den Bajonettverschluss, zack, fertig. Trockentrenntoilette drin. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, ob uns das gefällt. Ne? Ja, das war es jetzt erstmal von hier. Wir müssen gleich drinnen nochmal den Toilettendeckel drauf machen. Und weil ich nichts mehr. Ne? Haben wir es geschafft. Jo. Ne? Und wenn euch das gefallen hat, Daumen hoch, ne? Ja, okay. So, in der Bedienungsanleitung waren hier noch, kann man wahrscheinlich gar nicht sehen, zwei so weiße Stöpsel. Da haben wir uns schon die ganze Zeit gefragt, wofür die sind. Aber die sind dafür. Die kommen hier an der Seite rein. Einmal da, einmal da. Muss man so ein bisschen kräftiger drücken. Und dann sind die da drin. Und dann kann man auch den mit einer Hand, ist halt jetzt ein bisschen schlecht. Und dann kann man auch die Brille wieder feste machen und alles ist gut. So, jetzt haben wir den Toilettendeckel und Sitz wieder drauf. Ja. Zack. Kann man drehen, wie man will. Alles gut. Ja, wir lassen uns wieder überraschen. Funktion. Und am Wochenende sind wir schon unterwegs. Probieren wir das mal aus und dann gucken wir mal weiter. Okay, das soll es gewesen sein. Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, macht einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und bleibt gesund und allzeit gute Fahrt. Tschüss.